Wir haben in den vergangenen Jahren in Deutschland mehr Schutzbedürftige aufgenommen als der Rest Europas zusammen. Die Kapazitäten in unseren Gemeinden vor Ort, das berichten die Bürgermeister immer wieder, sind jetzt erschöpft. Wir sind nicht in der Lage, noch einmal unter Umständen mehrere hunderttausend Menschen im Wege des Familiennachzugs zu den subsidiär Schutzberechtigten, die in Deutschland sind, aufzunehmen. Wir würden damit auch wesentlich stärkere Anreize setzen, nach Deutschland zu kommen, weil viele andere Länder in Europa beim Familiennachzug wesentlich strenger sind, als Deutschland das im Falle einer Lockerung wäre. Deshalb wollen wir die jetzige Regelung für die Zukunft fortschreiben und werden noch in dieser Woche einen entsprechenden Antrag in den Deutschen Bundestag einbringen.